Klopfen gibt's nicht. Akademie Alpha, Rambock im Business. Slumdogs im Blitzlicht, drankommen wird kritisch. Wer sagt, der geht näher, Bruder? Pavel der Bratan, a.k.a. The Brennan. Okay, Leute, erstes Training absolviert. Ich habe mir eigentlich ganz gut getan. Ja, Kondition war am Ende schon ein bisschen Meier, dass ich das so sage. Aber das ist das kleinste Problem. Technik ist da. Das heißt einfach trainieren. Jetzt fünfmal die Woche Training, ein bisschen auf das Knie aufpassen. Und ich schätze mal so, 4 bis 6 Wochen bin ich voll wieder da. Los, er zieht den Kopf hoch. Hopp. Nicht. Wenn er umgreift zum Double Leg, verwendet er seinen Kopf, um mich umzuhauen und mit den Händen die Arme um die Beine einzuschneiden. Okay? Jetzt schaut, was ich mache. Ich greife mit meiner rechten Hand, zu meiner rechten Hand und drücke meine rechte Hand nach oben. Und alles machen wir aus dem Single. Okay? Hopp, dann seid ihr hier und dann gehen wir erst zum Job. Weil ich kann mit meinem Knie noch keine Takedowns riskieren. Die Guillotine, dann geht's weiter. Bis ihr draußen seid oder bis die Guillotine gefinisht ist. Gut? Don't stop. Don't stop.
don't stop. Dreimal Mitte, dreimal rechts, dreimal Mitte, dreimal links. Und immer wieder aufs Gleiche. Auf. Scharf, Ellbogen am Boden bitte. Wer es nicht schafft, muss mehr denken. Sehe alle, Manuel. Halten, schwer machen die Ellbogen. So weit wie möglich auseinander die Knie. In der Leiste ziehen. Passt. Ja, schauen wir, dass wir wieder ein bisschen mehr Gas geben, damit man sich selber ein bisschen challengen, okay? Sonst macht irgendwann das Training auch nicht mehr Spaß, okay? Also schaut, sucht euch irgendein Turnier aus und macht's mit, okay? Gut, Jungs. Danke fürs Training. Einer bitte noch zum Staubsack. Oh, Flo, danke. Passt. Beine zusammen. Danke fürs Training. Gremlin is back. Die kennen ihn, Pavel der Bratan, a.k.a. The Gremlin.